Howdy ho, amigos, und willkommen in Dimmys Beauty Palace. Heute wieder eine synchronisierte Version, da ich damals auf Englisch gebabbelt habe. Wir tauschen hier die Dichtungen der Rockerboxen vorne und hinten und ersetzen diese durch James Gaskets. Da meine alte Sporty damals ein bisschen undicht war. Also, lasst uns loslegen und viel Spaß dabei. Als erstes müssen wir den Tank loswerden. Dazu diese Schraube und die da vorne öffnen. Wir müssen später an die Zündkerzen ran, also können schon mal die Zündkabel ab. Jetzt alle Schläuche gelöst, der Überlauf muss weg vom Tank. Und als nächstes die Benzinleitung mit dem Bajonettverschluss. Ich lege einen Lappen drunter, weil meistens ein bisschen Benzin austritt. Um die Leitung zu trennen, drücke ich den Bajonettverschluss am Tank nach oben und die Benzinleitung nach unten. Dann noch das Kabel von der Benzinpumpe nachverfolgt und ausgesteckt. Ist all das gemacht, kann man den Tank einfach nach oben anheben und entfernen. Nun brauchen wir den 3/16 Imbusschlüssel, um die Schrauben der Rockerbox zu öffnen. Geht einfacher mit einer Rätsche, hatte ich damals noch nicht. Wichtig hierbei ist, über Kreuz gleichmäßig die Schrauben öffnen, sodass der obere Deckel der Rockerbox gleichmäßig und flach nach oben aufgeht. Das Wichtigste an der ganzen Operation ist, dass sich nichts verziehen darf an der Rockerbox selbst. Deswegen in langsamen Schritten schön gleichmäßig sich Zeit lassen dabei. Jede Schraube um ein Viertel drehen, über Kreuz, bis der Druck weg ist und man alle Schrauben einfach rausdrehen kann. Am vorderen Deckel habe ich viel Platz durch die ganze Zündungsverlegung, um den oberen Teil einfach wegzuheben. Hinten ist es ein bisschen kniffliger. So, hier haben wir den ersten Teil der Dichtung. Den hatte ich schon mal erneuert. Die werde ich auch wieder benutzen. Die ist noch gut. Bei mir war das Problem der untere Teil von der Rockerbox. Der hintere Deckel genauso, schön über Kreuz. Immer ein Viertelchen aufdrehen, bis der Druck weg ist und weg mit den Schrauben. Zusätzlich haben wir am hinteren Zylinder noch ein Sensorkabel, das wir ausstecken müssen. Und jetzt mit ein bisschen Gefriemel lässt sich hinten der Deckel auch rausnehmen. Wir öffnen die Schraube Nummer 1, wie auf dem Bild, 4 Stück insgesamt. Die Schraube Nummer 2 wird entfernt, 6 Kant. 3 Stück pro Zylinder. Die Reihenfolge zum Öffnen all dieser Schrauben ist natürlich vorgegeben, deswegen heißen sie auch 1, 2 und 3, also unbedingt befolgen. Auch diese hier immer schön gleichmäßig öffnen, bis der Druck
gelöst ist und dann komplett rausdrehen. Das gleiche haben wir am hinteren Zylinder auch. Vor dem nächsten Schritt werden die Zündkerzen entfernt, vorne und hinten. Seid vorsichtig, dass euch da ja nichts reinfliegt. Um nun die letzten Schrauben zu entfernen und den zweiten Teil der Rockerbox loszuwerden, müssen wir den oberen Totpunkt mit dem Zylinder erreichen. Dazu stecke ich einfach einen langen Imbusschlüssel durch das Loch der Zündkerze, schalte in den fünften Gang und drehe am Hinterrad, bis ich mit dem Imbusschlüssel merke, dass der Zylinder am obersten Punkt ist. Kann ein bisschen mühsam sein, ist aber unbedingt notwendig, um die Ventile zu entlasten. Ist das erledigt, können wir die Schraube Nummer 3 öffnen. 4 Stück pro Zylinder und jetzt, extrem wichtig, schön langsam öffnen. Man sieht, wie der Deckel sich hebt. Kann aber auch manchmal sein, dass er klemmt und man ein bisschen mit dem Hammer zum Schluss nachhelfen muss. Ist bei jedem unterschiedlich. Jetzt kann das gute Stück einfach angehoben werden. Und man sieht schon die alte Dichtung. Die Dichtung hat schon einiges mitgemacht und man sieht ziemlich deutlich, wo das Leck war. Die muss jetzt komplett weg. Und der spaßige Teil, den erspare ich euch. Die Dichtungen müssen abgekratzt werden, alles muss blitzblank sein. Die alten vom oberen Teil werde ich noch benutzen, da die relativ neu waren. So, der Motor ebenso. Die ganzen Reste, alles muss weg. Es muss komplett flach, eben und sauber sein. Eine ganze Weile später hat das Ganze dann so ausgesehen, wie ein Wilder geschrubbt, keine Rückstände hinterlassen. Genauso am Motor, blitzeblank. Und so ist das Ganze bereit, um die neuen Dichtungen einzusetzen. Hier ist die neue Dichtung, einfach draufgelegt. Den unteren Teil der Rockerbox mit drauf und dann durch die Schrauben in die richtige Position gebracht. Auf der Dichtung selbst steht, welche Seite nach oben und nach unten gehört. Die ist relativ hochwertig und wird bestimmt eine ganze Weile lang ihren Dienst tun. In umgekehrter Reihenfolge basteln wir den vorderen Zylinder jetzt wieder zusammen. Die Schrauben eingesetzt, können wir mit der Schraube Nummer 3 anfangen, 25 Newtonmeter fest anziehen. Wie vorhin auch, unbedingt über Kreuz und schön gleichmäßig in Vierteldrehungsschritten. Und nochmal mit 30 Newtonmetern festziehen.
Schraube Nummer 2 und Nummer 1 in richtiger Reihenfolge mit 18 Newtonmetern festziehen. Wie vorhin auch beim Auseinanderbauen gleichmäßig über Kreuz mit Gefühl und sich unbedingt Zeit dabei lassen. Es darf sich nichts verziehen. Die oberen Dichtungen kommen wieder rein, der kleine mittlere Dichtungsring sowie der äußere. Bei mir waren die noch gut, ich habe sie wieder verwendet. Die sind meistens aber in einem kompletten Satz dabei. Fast geschafft, jetzt kommt der obere Teil der Rockerbox wieder drauf. Schräubchen rein und wieder über Kreuz anziehen. Erst mit 13 Newtonmetern, alle gleichmäßig und danach mit 19 Newtonmetern festziehen. Und das war's dann auch. Dasselbe Spiel macht ihr am hinteren Zylinder. Dabei nie vergessen, den oberen Todpunkt vom Kolben einzustellen bei dem Zylinder, den ihr öffnen wollt. Die Zündkerzen kommen wieder ran. Tank wieder drauf. Die vordere Schraube kommt rein und wird mit 27 Newtonmetern angezogen, so wie die hintere auch, wer es ganz genau haben will. Die Pumpe wieder angeschlossen, Überlauf wieder dran gesteckt, Benzinleitung wieder reingeklipst. Und dann ist das Ganze fertig. Die Sporty ist wieder dicht, es ist alles machbar, wenn man sich die Zeit dazu nimmt. Ist kein großes Ding. Kann eigentlich jeder machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wie immer ist noch einiges zu tun an der Sporty und am Bob. Es geht in Kürze weiter, also bleibt dran und bis bald.